Heute geht es um verzweifelte Fangirls, Kinderarbeit und einen ganz, ganz schlechten Kinofilm. Herzlich willkommen. Das Video habe ich mir ja auch abgespeichert von Klegan. Kartoffelsalat, Bruder vor Luder, krass Klassenfahrt der Film. Es gibt viele schlechte Kinofilme mit YouTubern. Jetzt ist ein weiterer Film über eine Influencerin rausgekommen und ich sage euch heute, warum ihr euch den lieber nicht angucken solltet. Diesmal übrigens nichts fiktiv und gespieltes, sondern eine Dokumentation. Sowas kommt auch ins Kino. Und zwar über die Influencerin Leo Baileys. Die heißt eigentlich Leonie und ist auf Instagram und TikTok mit über 1 Million Follower mega krass, heftig, krass berühmt. Und die macht das Ganze schon ziemlich lange. Ich glaube, mit 13 hat die mit dem Influencen angefangen. Mit 13 Jahren hat sie angefangen, auf Kanälen wie YouTube, TikTok oder Instagram Videos und Bilder von sich hochzuladen und Produkte zu bewerben. Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass Produkte bewerben Hobby von einer 13-Jährigen ist. Und die wurde jetzt für den Film Girl Gang 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Und eigentlich wollte ich mir diesen Film angucken und euch dann genau darüber erzählen, was da alles passiert. Aber ich kann diesen Film nicht gucken. Nirgendwo läuft dieser scheiß Film. In keinem Kino in Deutschland findet man diesen Film mehr. Außer in so einem Independent-Kino in Berlin. Ja, sorry, dass ich nicht 600 Kilometer durchs ganze Land für einen Film fahre. Ich wollte euch den unbedingt präsentieren und habe sogar an die offizielle Mailadresse eine Presseanfrage geschickt. Keine Antwort bekommen. Gut, war ich ein bisschen traurig drüber, aber naja. Aber gut, es gibt genug Artikel im Internet dazu und 20 Minuten Videomaterial von diesem Film auf YouTube. Ich glaube, das reicht. Das reicht auf jeden Fall, um sich sicher sein zu können. Besser nicht angucken. Denn was wir in diesem Kinofilm bekommen, ist so dermaßen unangenehm anzugucken. Es ist ein wahrer Blick hinter die Kulissen der wunderbaren Instagram-Plastikwelt. Toll. Ja, kleines Beispiel gefällig. Hier sitzt Leonie mit ihrem Papa zusammen im Auto und der möchte eine Story mit ihr aufnehmen. Und man sieht wirklich das Glück und die Zufriedenheit in ihren Augen. Ich kann ihn, wenn ich hier rufdrücke, er ist auch filmen, ne? Ja, weiß ich nicht. Warum ist denn das so? Geht das immer nur eine Sekunde? So, wir fahren jetzt zum Shopping Center Nord. Mit dabei habe ich. Ja, mega cool, danke. Das ist unangenehm. Übrigens, ihr Papa ist nicht nur ihr Erziehungsberechtigter, nein, das ist auch noch der Manager von der kleinen Leonie. Die haben dafür nämlich keinen geeigneten gefunden und dann haben die Eltern sich gedacht, ja komm, machen wir einfach selber. Nachdem die Eltern nämlich vergeblich versucht haben, den Social Media Manager ihrer 14-jährigen Tochter zu coachen, weil er zu viel kritisiert, übernehmen sie das Management selbst. Seitdem Leonie 14 ist. 14! Ja, komische Welt, in der eine 14-Jährige einen Manager braucht. Und je länger man sich mit dieser Familie beschäftigt, desto merkwürdiger wird es eigentlich. Klar, am Anfang lernt man mega viele krass interessante Sachen über Leonie. Vermarkten und verkaufen ihr Kind? Treiben es an, verhandeln mit Brands, begleiten es zu Fan-Events, drehen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen lustige Videos. Leos Nachtruhe dauert 6 Stunden, schließlich muss sie zwischen den Shoots auch noch zur Schule gehen. Achso, Da war ja noch was irgendwie. Ja, aber was müssen 14-Jährige auch noch zwischendurch irgendwie machen? Schlafen? Nee, das war's nicht. Ach ja, ja, Schule. Gut, ja. Ja gut, das mit der Schule, ja, das ist doof, dass das noch sein muss nebenbei. Aber kommt, Leute, ey, es gibt ja wohl Wichtigeres. Pro Beitrag verdienen Leo und ihre Eltern durchschnittlich 15.000 Euro. Ja gut, da kann man schon mal einiges für stehen und liegen lassen und das eigene Kind verkaufen. Schließlich muss da halt eine 14-Jährige die ganze Familie durchfüttern. Was als Hobby begonnen hat, ist mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell für die ganze Familie. Die Eltern sind Fahrer, Manager und Kameraassistenten in einem. Kein einfacher Job. Diese 14-Jährige ist verantwortlich dafür, dass 2 erwachsene Menschen endlich genug Essen auf den Tisch bekommen. Und generell hat Leonie ein irgendwie komisches Verhältnis zu ihren Eltern. Anders als andere 14-Jährige. Eigentlich sind Eltern ja auch irgendwie für die Erziehung da, ne? Also so die eigentliche Aufgabe und vermitteln Werte und formen den Charakter des Kindes. Ja, sie dienen als Vorbilder und weisen den Weg durch die Welt. Aber irgendwie wirkt ihr Vater mehr wie so ein Angestellter. Leo, wir werden es nie perfekt hinkriegen. Wir werden es perfekt hinkriegen, wenn man es einfach mal probiert. Und jetzt bitte sei nicht so anstrengend. Ah, ja, gut, ne? Oder hier. Soll ich dir die mal ins Handgelenk mal machen oder so? Oder hinten ranbauen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Ey, wir drehen gerade, ne? Kannst du nochmal machen? Ach so. Bring die scheiß Luftballons gleich ins Auto und kann sich die Scheiße selber ausholen. Pass auf, dass du den nicht abholen, wir haben nur die Innenbahn. Und dann kannst du dich ja beschimpfen lassen. Ja,
unangenehm. Aber hey, da muss man als erwachsener Mann auch einfach mal durch, wenn das Mädchen, was vor dir steht, dafür sorgt, dass du Essen auf den Tisch bekommst. Ein Kritiker hat dazu auch geschrieben, die Rolle der Eltern wirkt ambivalent. Zwar sind sie überzeugt, nur das Beste für Leos Zukunft zu wollen. Bei der Art, wie sie ihre Tochter antreiben und deren Reichweite für die eigenen Social-Media-Kanäle nutzen, bleibt aber doch ein schaler Beigeschmack. So, komm, jetzt noch mal ein bisschen weiter, mach noch einen Post. Ja, Papa braucht ein neues Auto, komm schon. So natürlich nicht, ja. War nur ein Scherz. Ja, kommt, ja, ich habe einen kleinen Witz gemacht an der Stelle. Denn ihr Papa, erwachsener Mann, hat schon lange gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Nämlich mit seinem eigenen Instagram-Account. Oh Gott, ist das unangenehm. Den er natürlich durch seine Tochter ordentlich pushen lässt. Das ist halt ein Familienbusiness. Ja, da werden die Follower hin und her geschoben. Da hilft eine Hand der anderen. Ja, andere Väter bekommen mit solchem Content nicht 132.000 Follower. Aber bestimmt nur, weil er einfach ein sehr talentierter Entertainer ist. Klar. Und man merkt die Einstellung des Vaters auch einfach an solchen tollen Sätzen. Sondern den Traum meiner Tochter lieber. Es ist der Wahnsinn, was Leo uns hier ermöglicht. Ich will mein altes Leben nicht zurück. Bitte nicht. Ich will nicht wieder in der Bedeutungslosigkeit einer durchschnittlichen Erwerbstätigkeit verschwinden. Nein. Die Reisen, der Jubel, der Champagner. Ach ja, und das mit meiner Tochter. Ja, also für sie wäre es dann natürlich auch doof, wenn das alles weg wäre, klar. Ich habe das Gefühl, da ist jemand richtig geil auf dieses Leben. Aber ich habe auch das Gefühl, so ganz gesund ist das für alle Beteiligten auch nicht. Also abgesehen davon, dass sie viel zu wenig Schlaf bekommt, weil, ey, komm, Leute, das muss man jetzt wirklich mal in Kauf nehmen. Man, die ist 14, ja, da kann man auch mal, reicht doch auch mal mit dem Schlafen, je nach paar Stunden. Also abgesehen davon, auch tatsächlich psychisch. Und immer wieder gibt es Ausschnitte und Clips, in denen man merkt, so richtig ist das nicht geil für alle. Ja, komisch, dass sich das irgendwie nicht positiv auf die Psyche des pubertierenden Teenagers auswirkt, wenn man von Millionen Fans bejubelt wird. Und auch ihrer Mutter scheint das Ganze gar nicht so gut zu bekommen. Du machst alles für dein Kind. Und auf einmal drängen sie dich in eine Ecke und unterstellen dir das Schlimmste. Dass du dein Kind ausnutzt und ausbeutest. Es tut verdammt weh. Den ganzen Tag Hater-Kommentare löschen und blocken. Vieles weiß Leo nicht. Wenn da richtig böse Kommentare stehen, muss ich ihr die nicht zeigen. Für eine gestandene Frau und Mutter sind das keine guten Worte. Und ich weiß auch nicht, ob man so wirklich für sein Kind in so einer schwierigen Phase überhaupt da sein kann. Und noch krasser klingt das am Ende einer Filmkritik. Ein anderes Mal sagt sie, also die Mutter, meine Träume drehen sich immer nur um Leo. Ich selbst habe gar keine Träume. Wie Melanie. Nur ganz anders. Abhängig von Leo sind beide. Und Leo von ihnen. Es ist eine höllische Symbiose, der wir nachschauen. Eine Welt, die im Fall von Leo Baileys mit Kinderarbeit beginnt und jahrelang Narzissmus zur einzigen Geschäftsidee erhebt. Uff, ey. Das sind sehr harte Worte. Aber wie nennt man das sonst, wenn ein 14-jähriges Mädchen das ganze Jahr über mit ihrem Manager durchs Land reist, Kooperationsverträge eingeht und Content produziert, damit ihr Geschäftsmodell weiterläuft? Ja, ich würde sagen, Kinderarbeit ist da schon relativ nah dran. Aber sie macht's ja so gerne, Leute. Kommt schon. Nur wirkt das manchmal gar nicht so, als würde sie das wirklich so gerne machen. Falls ihr euch gerade übrigens auch gefragt hattet, wer diese Melanie ist, von der hier gerade die Rede war, die nimmt ebenfalls einen Teil in diesem Kinofilm ein und ist ein sehr großes Fangirl von Leonie. Aber irgendwie tut ihr das auch nicht gut. Leonie treibt Leute in die Abhängigkeit, zum Beispiel ihre Eltern oder Melanie. Die ist ein fanatisches Fangirl von Leonie. Melanie besitzt 4 Handys, damit sie 12 Stunden täglich ohne Akkuprobleme online sein kann. Früher waren es 17 Stunden. 17 Stunden am Tag? Bro, neben Schlafen und am Handy sitzen hat sie offensichtlich gar nichts gemacht. Gut, jetzt sind es nur noch 12. Klar, man muss ja auch irgendwie leben zwischendurch. Klingt nicht unbedingt besonders gesund. Und woher hat so jemand 4 Handys? Und warum reicht nicht eins und Ladekabel? Melanie ist aber tatsächlich das typische Hardcore-Fangirl, was ihrem Idol komplett hinterherrennt. Wenn Melanie etwas Geld hat, kauft sie sich eins von den Produkten, die Leo bewirbt. Zum Beispiel aufklebbare Fingernägel. Melanie sagt, Leos Leben ist einfach perfekt. Wow, aufklebbare Fingernägel. Wenn ich aber so zurückblicke, wirkt Leos Leben oft gar nicht so perfekt. Aber sie ist halt sehr exemplarisch für viele Mädels in diesem Alter. Ja, du hast ein Vorbild, eiferst dir nach und willst halt genauso sein wie das Vorbild eben. Und weil das nicht klappt und du dieses Ideal, was du halt in deinem Kopf hast, was auch in der Realität nicht stimmt, nicht erreichen kannst,
Bist du die ganze Zeit unglücklich? Melanie bricht dauernd zusammen, weil Leo Baileys ihre Messages nicht beantwortet, weil Melanies Fan-Account für Leo Baileys kurzzeitig von Instagram verschwindet. Immer gibt es einen Grund, todunglücklich zu sein. Ja, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, jemand anderem hinterher zu rennen, verlierst du dein eigenes Leben komplett aus den Augen. Und als ich das gelesen habe, tat mir das echt einfach nur leid für das Mädel. Die Szene, in der ihr Fan-Account plötzlich verschwunden ist von Instagram, gibt's auch auf YouTube und ist nicht besonders schön anzusehen. Ich komme nicht mehr rein. Diesen Instagram-Account gibt's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich kann nicht mehr. Da, ich existiere dort drin nicht mehr. Ich existiere nicht mehr. Der Satz, ich existiere nicht mehr, ist schon ein bisschen hart dafür, dass einfach nur dein Instagram-Account nicht mehr da ist. Hallo, das ist nicht die echte Welt. Wir sind immer noch da, wir können dich immer noch sehen, du existierst. Aber ey, was soll man sagen? Die ist halt noch ein Kind. Manchmal fühlt sich das in solchen Situationen eben genauso drastisch an. Und manchmal haben sie und Leonie sogar einiges gemeinsam. Beide beschäftigen sich den ganzen Tag mit Leonies Leben, nur das eine eben auch Leonie ist dabei. Freundinnen und Freunde haben beide Mädchen so gut wie keine. Leos Vater findet, die Einsamkeit sei wohl der einzige kleine Nachteil, sonst wüsste er nicht, woran es seiner Tochter fehlen könnte. Ja, gut, also dieser einzige kleine, winzige Nachteil, ja, gut. Bisschen Einsamkeit und alleine sein und ja, okay. Aber schaut doch mal, wir haben Geld und Geld. Ja, was braucht denn sonst ein Kind noch, um glücklich zu sein? Mann, echte Freunde, kann man sich doch kaufen. Vielleicht mit der Gage, die man für diesen Kinofilm bekommen hat. Ganz ehrlich, das wäre es mir nicht wert gewesen. Wenn ich mir das Endergebnis angucke und mir denke, ey fuck, so geil ist mein Leben gar nicht, wie ich das allen im Internet immer erzählen möchte. Ich glaube, ich hätte das Ganze lieber nicht gemacht. Aber vielleicht ist dieser Film in seiner ganz, ganz komischen Art doch irgendwie wieder gut und hilfreich. Nämlich, dass man sehen kann, wenn dir Leute auf Social Media grinsend erklären, wie geil ihr Leben doch ist, ist es das manchmal trotzdem nicht. Manchmal sitzen die einfach nur traurig und alleine auf ihrem großen Haufen Geld zu Hause und denken sich, dass so ein paar Freunde doch irgendwie geiler gewesen wären. Ganz, ganz unangenehmes Thema. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare unten unter diesem Video. Vielleicht hat ja jemand von euch sich das Ganze tatsächlich irgendwie angucken können. Gerne Erfahrungsberichte unten rein. Ja, ich gehe mir jetzt nochmal Kartoffelsalat angucken. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.